Slidecast Wirtschaftsrecht Struktur von Kapitalgesellschaften. Sie lernen in diesem Slidecast, welche Gründungsvoraussetzungen es für die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Gründung einer Aktiengesellschaft gibt. Darüber hinaus lernen Sie die wesentlichen Haftungsgrundlagen dieser Gesellschaften kennen. Nun zu den Voraussetzungen für die Gründung einer GmbH, der in Deutschland am häufigsten verbreiteten Gesellschaftsform. Die GmbH zeichnet sich dadurch aus, dass der Gesellschaftszweck frei bestimmt werden kann, sich allerdings im Rahmen des Gesetzes halten muss. So ist es zum Beispiel unzulässig, eine GmbH mit dem Gesellschaftszweck des Waffenhandels beispielsweise oder des illegalen Drogenhandels zu gründen. Wir brauchen bei der GmbH mindestens einen Gesellschafter und die Gesellschaft zeichnet sich durch ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro aus. Es ist allerdings möglich, eine Gesellschaft zu gründen, die ein Kapital von weniger als 25.000 Euro hat. Es handelt sich dann um eine sogenannte UG, also eine Unternehmergesellschaft, haftungsbeschränkt, die vom Gesetzgeber vor einigen Jahren eingeführt worden ist, um gerade Unternehmensgründern, die über wenig Eigenkapital zu verfügen, die Möglichkeit zu geben, eine Kapitalgesellschaft zu gründen. Voraussetzung ist die notarielle Beurkundung eines Gesellschaftsvertrages. Dieser Gesellschaftsvertrag bindet die Gesellschafter aneinander, wobei wir hier die Besonderheit haben, dass anders als bei den Personengesellschaften auch eine einzige natürliche oder juristische Person eine GmbH oder eine UG haftungsbeschränkt gründen kann. Die GmbH wird ebenso wie die Aktiengesellschaft in das Handelsregister eingetragen und zwar in Abteilung B. Das heißt, sie erhält eine HRB-Nummer, die sie auf ihrem Briefbogen stets angeben muss. Darüber hinaus ist auf dem Briefbogen der GmbH auch ihr Sitz und der Name des Geschäftsführers anzugeben. Der Geschäftsführer vertritt nämlich die GmbH nach außen. Wir haben hier eine Trennung der beiden Organe, nämlich die Gesellschafterversammlung und den Geschäftsführer. Bei der Gesellschafterversammlung steht im Vordergrund die Wahl des Organs Geschäftsführer und die weitere Beschlussfassung, beispielsweise über die Annahme des Jahresabschlusses oder über die Verwendung des Bilanzgewinns. Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft dann nach § 35 Absatz 1 GmbH-Gesetz nach außen. Das heißt, wir haben bei den Kapitalgesellschaften, anders als bei den Personengesellschaften, möglicherweise ein Auseinanderfallen von wirtschaftlicher Verantwortung und Vertretung der Gesellschaft nach außen. Bei der GbR und bei der OAG haben wir gesehen, dass die Gesellschaften durch ihre Gesellschafter nach außen vertreten werden. Bei der GmbH ist im Gegensatz dazu die sogenannte Drittorganschaft zulässig. Die GmbH ist ebenfalls Handelsgesellschaft und daher buchführungspflichtig. Sie ist auch verpflichtet, einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss von wenigen Ausnahmen bei kleinen Kapitalgesellschaften auch elektronisch im Bundesanzeiger offengelegt werden und steht damit allen Interessenten zur Einsichtnahme zur Verfügung. Wer haftet also nun bei der GmbH? Grundsätzlich ist die Haftung der GmbH auf ihr Gesellschaftsvermögen beschränkt. Und auch der einzelne GmbH-Gesellschafter haftet dann, wenn er seine Stammeinlage ordnungsgemäß geleistet hat, gegenüber den Gläubigern nicht mehr. Es sei denn, es greift eine Sondernorm, beispielsweise wenn der Gesellschafter unzulässige Rückzahlungen auf das Stammkapital erhalten hat. Weiterhin kommt eine Pflicht des Gesellschafters zur Nachzahlung dann in Betracht, wenn der Gesellschaftsvertrag eine Nachschusspflicht vorsieht und die Gesellschafterversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst. Ist keine Nachschusspflicht im Gesellschaftsvertrag vorgesehen, kann eine solche später nur einstimmig in einer Gesellschafterversammlung vereinbart werden. Weiterhin haftet bei der GmbH auch der Geschäftsführer, wenn er Pflichtverletzungen begangen hat. Das kann einmal die Verletzung der Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung nach § 43 GmbH
Gesetz sein. Allerdings auch in der Krise ein Verstoß gegen die Massensicherungspflicht. Dann ist der Geschäftsführer erstattungspflichtig nach § 64 GmbH-Gesetz für alle ungerechtfertigten Zahlungsabflüsse in der Krise. Der Gläubiger einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann zunächst auf die GmbH zugreifen. Die GmbH legt aber gleichsam einen Haftungsmantel um das Vermögen ihrer Gesellschafter. Das heißt, die Gesellschafter einer GmbH haften gegenüber den Gläubigern nicht. Sofern sich beispielsweise ein Gesellschafter aber hat unzulässige Rückzahlungen auf das Stammkapital von der Gesellschaft leisten lassen, hat der Gläubiger gleichwohl keinen unmittelbaren Anspruch gegen diesen Gesellschafter. Es bedarf hier eines kleinen gesellschaftsrechtlichen Umwegs. Der Gläubiger der Gesellschaft hat sich zunächst einen Titel, also ein Urteil im Regelfall, gegen die Gesellschaft zu verschaffen und zahlt die Gesellschaft dann aufgrund dieses Urteils nicht, kann er sich den Anspruch der Gesellschaft gegen den Gesellschafter auf Erstattung der zu Unrecht erlangten Rückzahlung auf das Stammkapital fänden und dann aus eigenem Recht vorgehen. Nunmehr kommen wir zu den Voraussetzungen für die Gründung einer Aktiengesellschaft, abgekürzt AG. Wir benötigen, wie bei der GmbH, einen gemeinsamen Zweck der Gesellschafter, der wiederum auf ein legales Ziel gerichtet sein muss. Wir brauchen, anders als bei der GmbH, nunmehr ein Mindestkapital von 50.000 Euro. Wir sehen daran, dass der Gesetzgeber die Gründung der Aktiengesellschaft schon etwas schwerer gestaltet hat als die einer GmbH. Der Gesellschaftsvertrag muss ebenso wie bei der GmbH in notarieller Form abgeschlossen werden. Auch die Aktiengesellschaft wird in das Handelsregister in der Abteilung B eingetragen, erhält also eine HRB-Nummer. Die Aktiengesellschaft führt auf ihrem Briefbogen neben der HRB-Nummer und dem Sitz der Gesellschaft auch zwingend den Namen der Vorstandsmitglieder sowie mindestens den ausgeschriebenen Namen des Aufsichtsratsvorsitzenden. Daran sehen wir schon, dass wir es bei der Aktiengesellschaft mit einer dreigliedrigen Struktur zu tun haben. Wir haben als Organe der Gesellschaft die Hauptversammlung, das ist der Zusammentritt aller beteiligten Aktionäre. Wir haben den Vorstand und wir haben den Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung wählt den Vorstand, zumindest soweit nicht Arbeitnehmervertreter betroffen sind, die bei bestimmten Aktiengesellschaften zusätzlich zu den Aktionärsvertretern in den Aufsichtsrat gewählt werden, wobei die Wahl hier durch die Arbeitnehmer erfolgt. Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, den Vorstand zu bestellen und den Vorstand zu überwachen. Dabei hat der Aufsichtsrat auch die Möglichkeit, beispielsweise den Vorstand abzuberufen. Der Vorstand wiederum hat die Aufgabe, die Gesellschaft nach außen zu vertreten, die Geschäfte zu führen und beispielsweise auch die Gesellschaft in Rechtsstreitigkeiten nach außen zu vertreten. Der Vorstand wiederum ist rechenschaftspflichtig unterjährig, regelmäßig dem Aufsichtsrat gegenüber, stellt aber in der jährlichen Hauptversammlung auch den Aktionären nicht nur den Geschäftsbericht der Gesellschaft vor, sondern gibt auch die dazu erforderlichen Erläuterungen. Die Aktiengesellschaft ist buchführungspflichtig und ist daher auch verpflichtet, Jahresabschlüsse aufzustellen. Diese Jahresabschlüsse werden im Unternehmensregister und im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, sind also für jedermann einsehbar. Als nächstes stellt sich die Frage, wer bei der Aktiengesellschaft haftet. Die Aktiengesellschaft, die ja ähnlich wie die GmbH Kapitalgesellschaft ist, haftet gegenüber ihren Gläubigern mit ihrem Gesellschaftsvermögen. Das heißt, wir kennen keine unmittelbare Haftung der Aktionäre und keine unmittelbare Haftung der Vorstandsmitglieder. Es ist allerdings hier zu beachten, dass der Vorstand persönlich haftet, wenn er bestimmte Pflichtverletzungen begeht, wie sie aus § 93 Aktiengesetz ergibt, weil er danach die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsleiters zu beachten hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein Gläubiger der Gesellschaft, der meint, dass der Vorstand eine Pflichtwidrigkeit begangen hat, unmittelbar gegen den Vorstand vorgehen kann. Vielmehr bleibt der Schuldner des Gläubigers die Aktiengesellschaft, während die Aktiengesellschaft
von ihrem Vorstandsmitglied, sofern die Aktiengesellschaft einen Schaden durch die Pflichtverletzung entstanden ist, Ersatz verlangen kann. Sie haben in diesem Slidecast die Kapitalgesellschaft, nämlich die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, abgekürzt GmbH, und die Aktiengesellschaft, abgekürzt AG, kennengelernt. Darüber hinaus haben wir auch herausgearbeitet, dass die Kapitalgesellschaften sich dadurch auszeichnen, dass die Haftung auf das Vermögen der Gesellschaft beschränkt ist. Dies bedeutet, dass nur in den gesetzlich geregelten Sonderfällen, also beispielsweise der ungerechtfertigten Rückzahlung von Stammkapital an die GmbH-Gesellschafter oder beispielsweise Pflichtverletzungen von Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern unmittelbare Ansprüche gegen die handelnden Personen oder die Gesellschafter in Betracht kommen. Insgesamt bedeutet dies, dass die Kapitalgesellschaft ihre Gesellschafter gegen die Haftung gegenüber Dritten, also Gläubigern der Gesellschaft, abschottet. Dies ist anders als bei den Personengesellschaften, wobei der GbR und bei der OHG die Gesellschafter persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft handeln und bei der Kommanditgesellschaft immerhin der Komplementär den Gläubigern der Gesellschaft gegenüber einstehen muss.